Eine fjordartige Landschaft mit mildem, fast mediterranem Klima, gesäumt von den Gipfeln der Voralpen. Das ist der Vierwaldstätter See, Herz und Wiege der Zentralschweiz. Für mich Vierwaldstätter See ist in erster Linie auch ein Stück Heimat. Sie braucht die Berge, ich brauche den See. Ich glaube, die Kombination passt gut. Ich schätze, 10 bis 20 Jahre wird er noch halten. Dann kippt er um. Wir kochen ja mit Hölzern und alles, was die Bäume hergeben. Unser Essen ist beseelt, deine Seele. Die guten Zeiten vom Fischfang her, die werden wir so wahrscheinlich nicht mehr haben, wie wir die mal hatten. Das ist schon eine Berufung, muss es sein, oder? Das kommt nicht einfach vom Himmel. Vier Kantone grenzen an den Vierwaldstätter See. Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden. Seine 7 Becken reichen weit ins Land hinein und werden fälschlicherweise oft für eigenständige Seen gehalten. Ganz im Nordwesten liegt Luzern. Von hier aus eröffnet sich auf 150 Kilometern Uferlänge das Bergpanorama der Voralpen. Am Vierwaldstätter See hat der Tourismus früher angefangen als in den meisten Orten der Schweiz. Und schon damals war der Aufstieg auf die Rigi, den Birkenstock und den Pilatus ein Muss für jeden Touristen. Die drei sind die voralpinen Aussichtsberge. Wenigstens einen von ihnen zu besteigen, gilt als Eintrittskarte in die Region und belohnt mit einer grandiosen Szenerie. Johann Wolfgang von Goethe genoss diesen Ausblick schon. Er und Mark Twain, die Rigi beide zu Fuß bestiegen, trugen mit begeisterten Beschreibungen ihren Teil zum Mythos Vierwaldstätter See bei. Auf der Nordseite des Sees, in Meggen, 7 Kilometer von Luzern entfernt, lebt und arbeitet die letzte noch verbliebene Berufsfischerin des Vierwaldstätter Sees. Zusammen mit ihrem Vater Godi Hofer, der mit 85 Jahren immer noch mit rausfährt, leitet den Betrieb nun seine Tochter Sabine Hofer. Also um die Berge herum, da ist schon auch viel möglich. Da mit Westwind, wir haben hier Föhn, verschiedene Winde. Und dann ist das dann schon umständlich und mühsam und auch gefährlich sicher. Und also jetzt gerade ich passe sicher meine Arbeit dem an. Also das bringt ja nichts, da das volle Risiko. Gefischt wird das ganze Jahr, außer wenn Schonzeit ist oder wenn der Sturm es nicht zulässt. In meinem Alter gehe ich nicht mehr, wenn es Sturm ist, auf dem See. Ich gehe nur auf dem See, wenn normales Wetter ist. Das kann auch Wind sein und so, aber das mache ich nicht mehr. Das ist für mich jetzt einfach in meinem Alter gefährlich. Früher waren wir bei jedem Wetter gefahren, oder? Das war ganz anders, oder? Trotzdem nimmt Godi seiner Tochter Sabina viel Arbeit ab. Der größte Anteil vom Fisch, den wir verkaufen, bringt er heim noch. Und sieht gerade nicht so aus, als ob sich das heute oder morgen ändern würde. Das ist doch schön. Das ist schon eine Berufung, muss es sein, oder? Das kommt nicht einfach vom Himmel. Gefischt wird mit schweren Bodennetzen. 60 Kilo ziehen sie in guten Tagen aus dem See. Doch oft gibt der See das nicht mehr her. Die guten Zeiten vom Fischfang her, die werden wir so wahrscheinlich nicht mehr haben, wie wir die mal hatten. Aber es gibt immer zwei Seiten. Wir hatten damals natürlich ein sehr nährstoffüberreicher See, sage ich jetzt mal so. Und es hat sich einfach so von der einen Seite in die andere gependelt. Und jetzt haben wir hier natürlich die Top-Qualität vom Wasser her, aber wahrscheinlich eher magere Verhältnisse. Sind so viele Sachen im See, das verstehe ich heute noch nicht. Und ich werde auch nie verstehen, wie sich der See reagiert.
Es ist ja nicht so, dass weniger Fische im See sind. Aber die Verfaulten ist anders, schwieriger zu fangen. Vor allem Felchen fangen die Hofers. Aber auch Hecht, Saibling oder Seeforelle. Von den gut 30 Arten fangen wir nur etwa so 10 Fischarten. Das sind dann die meisten. Also heute haben wir Felchen gefangen. Das sind richtig schöne Felchen. Das sind schöne Exemplare. Aber ich freue mich. Das machen wir auch Filets draus, mit oder ohne Haut. Um 5 in der Früh sind Vater und Tochter heute rausgefahren. Jetzt muss Sabina sich beeilen, weil um 9 die ersten Kundinnen und Kunden im Laden stehen. Der frisch gefangene Fisch wird sofort verarbeitet, pariert und filetiert. Nach altem Familienrezept räuchert sie, was ins Netz gegangen ist. Heute die Felchen. Aber auch Lachshäppchen mit eigener Gewürzmischung oder Seeforelle. Sabina betreibt zur Straße hin ihr eigenes Geschäft, in dem sie den Fisch stets fangfrisch verkauft. Luzern gehört zu den meistbesuchten Städten der Welt. Was auch an Wilhelm Tell liegt, mit dem das Luzerner Theater 1839 eröffnet wurde. Wilhelm Tell ist der berühmteste Innerschweizer überhaupt. Und das, obwohl es ihn höchstwahrscheinlich gar nicht gab. Einem breiten Publikum über die Schweiz hinaus bekannt, wurde der sagenumwobene Freiheitskämpfer durch das gleichnamige Drama von Friedrich Schiller. Mit seinem Wilhelm Tell hat er besser als jede Marketingkampagne für dauernden Besucherzufluss gesorgt. Und das, obwohl Schiller nie in der Schweiz war. Früh übt sich, was ein Meister werden will, hat der Schiller dem Tell angedichtet. Oder die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Eingebrockt hat Schiller dieses Alpendrama sein Freund Goethe. Denn Goethe, der Vielreisende, war natürlich selbst am Vierwaldstätter See, wo ihm die Sage Wilhelm Tells begegnete. Aus der Schweiz schrieb er an Schiller und erzählte ihm von dem Mann mit der Armbrust. Doch zurück in Weimar hatte er an Wilhelm Tell kein Interesse mehr und bat stattdessen Friedrich Schiller, das Stück zu schreiben. Der Vorhang, hier das Bergpanorama, öffnet sich im Sonnenlicht, das hinab auf den funkelnden See fällt. Was wäre ein See ohne Schiffe? Heute ist Chefkapitän Michael Scheurer auf dem ersten klimaneutralen Schiff der Schweiz unterwegs. Der MS Diamant. 1100 Passagiere fasst das Schiff. Wir haben hier zweimal 800 PS Leistung, zwei Diesel mit 550 und zwei Elektromotor mit 250 PS. Und wenn das Schiff beschleunigt ist, wird der Elektromotor zum Generator und versorgt das ganze Schiff auch noch mit Bordstrom, sodass wir keine Generatorgruppen brauchen für die Produktion des Bordstroms, für die Küche und Licht- und Klimaanlage natürlich auch. Mit diesem Antrieb sparen wir wirklich ca. 23% Kraftstoff im Vergleich zu, wenn wir einen normaleren Antrieb eingebaut hätten. Und das ist eine Übergangstechnologie für mich. Am liebsten würde ich noch ein Brennstoffzellenschiff in Betrieb nehmen mit Wasserstoff. Die Fahrt geht von Luzern zum entlegensten Ufer und romantischsten Teil des Vierwaldstätter Sees, dem Urnersee. Das Schöne ist eigentlich, wir fahren vom Mittelland in die Berge. Der See ist wirklich abwechslungsreich mit den verschiedenen Armen, fast fjordähnlich, wie wir es auch von Norwegen kennen. Also das ist eigentlich schön, dass wir nicht auf dem ganzen See die gleiche Gegend haben. In Gersau, weit oberhalb des Sees, ist neuerdings ein junges Paar zu Hause.
Sophie Haug ist Biologin. Ihr Mann Matthias Haug, gelernter Banker. Vor 2 Jahren haben die beiden den Hof Rotflühlen übernommen und eine regenerative Farm daraus gemacht. Ein kleines Start-up, das es mit Permakultur und anderen fortschrittlichen Ideen weit bringen will. Bei der Permakultur geht es einfach darum, dass man einerseits versucht, die Natur so gut wie möglich zu imitieren mit Nutzpflanzen und landwirtschaftlichen Kulturen und Rassen und Tieren. Und andererseits versucht man, so viel wie möglich auf so kleiner Fläche wie möglich rauszuholen. Also der Ertrag ist durchaus eine wichtige Komponente von Permakultur. Das heißt, man hat eigentlich die große Aufgabe, die Übervielfalt, die die Natur von sich aus produziert, wenn man sie lässt, umzumünzen auf Kulturen, auf Kulturpflanzen und auf unterschiedliche Nutztiere, die man in der Landwirtschaft hat. Im Sommer, wenn die Schafe auf der Weide sind, hält Matthias im Schafstall und auf der Wiese drumherum 3 Wollschweine, die im Herbst geschlachtet werden. So, sind die schon bald da? Anscheinend schon, ja? Ja, ja. Matthias liebt Schweinefleisch, aber nur das eigene. Das ist ein Nutztier. Die werden irgendwann geschlachtet. Aber sie sollen es halt trotzdem bis dahin genießen können. Gerade Schweinefleisch ist natürlich ein Riesenproblem heutzutage. Ein gutes, leckeres und auch tiergerechtes Schweinefleisch zu kriegen. Und wir sind ja jetzt keine klassischen Schweineproduzenten. Sondern bei den Schweinen geht es eigentlich darum, dass die den Schafmist, der unten drunter ist, durchwühlen, damit man nachher schneller einen Mist haben, der auch wirklich aufs Feld getan werden kann. Der Hof Rotflühlen liegt auf 1100 Metern Seehöhe und ist knapp 7 Hektar groß. Derzeit bewirtschaftet das Paar nur einen kleinen Teil davon. Aber Sophie und Matthias möchten den Hof ganz übernehmen. Ihre Vision? Ein Refugium mit Obstbäumen, Gemüse, Legehennen und Fleischproduktion aufbauen, das so divers wie möglich ist. Wir machen alles von A bis Z selber. Also im Winter bin ich beschäftigt mit Beetplanung. Im Jänner, Februar geht die Anzucht los von Jungpflanzen. Sämtliche alten Sorten werden von mir anzogen, weil die Setzlinge kriegt man im normalen Handel nicht. Und dann werden die ganzen Beete vorbereitet, alles bepflanzt, geerntet, laufend, wieder bepflanzt. Der ganze Garten ist nur mit Händen und einem Akkuschrauber maximal und einem Hammer oder einem Schlegel, mit dem man halt Pfosten einschlägt, entstanden. Mit einer Schubkarre und viel, viel, viel organischem Material. Es ist sehr intelligente Handarbeit, also man versucht sich natürlich die Prozesse einfach zu machen, oder? Aber es bleibt trotzdem viel Handarbeit. Es ist einfach so, oder? Man kann da nicht mit Maschinen durchfahren. Es hat natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile, weil die Ertragsfähigkeit von so einer Bepflanzung ist viel höher. Ich habe viel mehr Pflanzen auf dem Quadratmeter als irgendjemand, der Ackerbau macht. Und das ist halt das Bestechende dran. Plus, es ist halt für die Bodenorganismen genial, oder? Also jeder Acker vernichtet Milliarden von Würmern, Bakterien, Pilzen, Käfern, die im Boden leben. Jedes Mal pflügen setzt haufenweise CO2 in die Luft frei und das vermindert man damit. Also das ist eigentlich ein super CO2-Speicher, oder? Wenn man das so machen würde, das würde den Anbau von Gemüse und diversen anderen pflanzlichen Kulturen umweltfreundlicher machen. Und dazu gehört auch, so viel Handarbeit wie möglich, so wenig Maschinen wie nötig. Heuernte bei Sophie und Matthias, bei 35 Grad im Schatten. Die körperlich größte Herausforderung für die jungen Bergbauern vom Hof Rotflühlen. Der See ist definitiv ein Stück Heimat. Also ich bin ja in Luzern am Vierwaldstätter See groß geworden und war dann zwischendrin aber in Winterthur und im Thurgau am Bodensee. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, die ja Tirolerin ist und eine echte Bergziege, haben wir natürlich auch geschaut, ob wir irgendwas wieder in Bergen kriegen.
irgendwie hat sich das so entwickelt. Ich habe halt im Fall viel erzählt davon und habe halt auch erzählt, es gibt eigentlich noch andere Möglichkeiten, Landwirtschaft zu machen und man kann es auch anders machen und so. Und dann haben wir beschlossen, na gut, wenn wir schon so gescheit reden, dann machen wir es doch einfach. Und dann haben wir wirklich, ja, ungefähr dreiviertel Jahr, haben wir nach dem Hof gesucht und sind schlussendlich hier fündig geworden. Das war so eigentlich so ein Glückstreffer, so der letzte Hof, bevor wir uns entschieden hätten, den wir jetzt da noch anschauen gehen. Und dann sind wir aber oben ausgestiegen bei dem Hof und sind, glaube ich, 10 Minuten da gestanden, haben uns das angeschaut und gesagt, ja, also das muss es sein. Die Berge, wir sind auf einer Südseite, wir haben einen See da drunten, eine grandiose Aussicht und ja, der oder gar keiner. Und danach ist man dann draufgekommen, dass das Haus ein bisschen baufällig ist, aber gut. Es steht und das funktioniert eigentlich ganz gut. Man sieht das überall zwischen die Balken Vögelnisten und man sieht die Marienkäfer, die sich unter die Schindeln verstecken im Winter. Da muss man sagen, ist das mehr so, wir teilen uns das Haus mit vielen anderen Lebewesen, nicht nur Nutztieren. Ja. Überall, wo man was macht, und das sieht man halt in der Landwirtschaft ganz massiv, macht man halt Dinge, die nicht natürlich sind, oder? Man greift ein. Und die Frage ist halt dann einfach, wie? Was man aber sagen muss, jetzt gerade die Berglandwirtschaft ist toll und ganz, ganz viel machen die Leute auch traditionell super gut. Und wir haben jede Menge lernen müssen und lernen noch immer. Also alles, was ihr hier seht, sind zwei Anfänger am Berg mit ein paar zusätzlich guten Ideen. Dort, wo die Berge direkt an den See stoßen, bleiben oft nur schmale Streifen, an denen sich die Straßen zwischen Fels und Ufer entlangschlängeln. Immer wieder gibt es Steinschläge und im Winter Lawinen, die auf die Straßen stürzen. Geologe Klaus Louis lebt und arbeitet seit 30 Jahren am Vierwaldstätter See. Zusammen mit seinem Freund und Kollegen, dem Felstechniker Röbi Küttel, führt er ein großes Felssicherungsprojekt durch. Es geht um die Überwachung für eine Baustelle, die vorgestern installiert worden ist. Und wir haben hier Bewegungen festgestellt. Und es geht jetzt darum, das zu kontrollieren, ob da sich irgendwas verändert hat seit dem letzten Mal. Direkt oberhalb der Straße gibt es große Felsformationen. Einer der Gesteinsbrocken bereitet den beiden Spezialisten Sorge. Wir haben da Messungen, die zeigen, dass der langsam am Kippen ist. Und wenn man sich das anschaut, wie das aussieht, das ist so eine Skizze von dem Ganzen. Da kann man sich also vorstellen, da ist hinten eine offene Kluft. Hier haben wir unsere Messgeber drin und wir stellen langsam Bewegungen fest. Und wir kontrollieren jetzt heute am Seil, ob sich da irgendwas verändert hat, damit die unten in Ruhe arbeiten können. Im Sommer muss Klaus mehrmals in der Woche zu seinen Messstellen im Fels klettern. Röbi ist als ausgebildeter Bergführer an seiner Seite. Ich vertraue mein Leben ihm voll an. Also ich war ihm schon oft ausgeliefert. Wir müssen zu zweit sein, weil wenn da im Seil irgendwas passiert, da hängst dann, holt dich niemand mehr raus. Ne? Also der ist jetzt wahrscheinlich seit einigen Jahrhunderten, nehme ich an, ist der schon in Bewegung. Die momentane Bewegung ist ungefähr 1 bis 2 Millimeter pro Jahr. Also das ist ein Zentimeter pro 10 Jahre. Das ist nicht viel, aber irgendwann ist mal der Schwerpunkt so weit drüben, dass er dann nimmer hält und dass er dann umfällt. Und den Moment würden wir feststellen mit der Messung. Die Messeinheit nimmt auch kleinste Bewegungen des Felsens wahr und sendet die Daten direkt auf das Handy. Deshalb kann Klaus im Notfall schnell reagieren. Der Sommer war heiß. Und in den letzten Wochen hat es kaum geregnet.
Die extreme Hitze kann die Situation in der Felswand noch verschärfen. Klaus klettert zum Fuße des Felsbrockens hinab, um sich ein Bild zu machen. Es ist natürlich jetzt durch die Hitze der letzten Wochen noch trockener wie vorher. Also dass man da, was ich da herhole, das war vor einiger Zeit, vor wenigen Monaten war das noch Fels. Und jetzt ist es eigentlich bloß noch staubtrockener Sand. Die Stabilität von dem Klotz über mir, der ja eh schon so schräg hängt, die wird eigentlich immer schlechter. Es wird auf keinen Fall besser. Ich schätze 10 bis 20 Jahre wird er noch halten, dann kippt er um. Ich denke mal, die Natur hat noch nicht im Griff. Also, wir müssen uns arrangieren mit der Natur. Und man kann Verbauungen machen, wenn man will. Schlussendlich, ob das die ganz großen Ereignisse aufheben wird, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt für die Baustelle, das ist ja jetzt das vordringliche Ziel, dass wir die Baustelle sicher haben können, sehe ich jetzt da kein Problem. Am Eingang zum Urnersee ragt die Legende von Wilhelm Tell in Stein gehauen 20 Meter aus dem Wasser. Dem Sänger Tells, F. Schiller, die Urkantone 1859, steht auf dem Obelisken in goldener Schrift. Ein Denkmal, das die drei Urkantone zum 100. Geburtstag Schillers aus dem Fels hauen ließen. Das Schiller-Denkmal gehört heute zu den bekanntesten Touristenzielen der Zentralschweiz. Allerdings nur zu erreichen mit dem Boot. Der südlichste Schiffsanleger auf dem Vierwaldstätter See. Flühlen. Hier wendet das Schiff. Der See wird unruhig. Wie damals bei Wilhelm Tell. Zitat Schiller: Der Sturm nimmt Überhand. Gehabt euch wohl. Wilhelm Tell rettet sich auf eine später nach ihm benannte Felsplatte am Seeufer. Die sogenannte Tellsplatte. Direkt darüber das Glockenspiel bei Sissikon mit 37 Glocken, die der Verband der Schweizer Schokoladenfabrikanten 2001 der Bevölkerung schenkte. Das riesige Musikinstrument steht nun auf einer Wiese am Urnersee und beschallt den Weg der Schweiz mit 20 Melodien. Kilometer führt der bekannteste Schweizer Wanderweg entlang der alten Achsenstraße. An Tells Platte und Glockenspiel vorbei, rund um den Urner See. Bis zur Rütliwiese, die als Wiege der Schweiz gilt. Die Legende sagt, dass sich im Herbst 1307 Verschwörer aus den Urkantonen Uri, Schwyz und Unterwalden auf der Rütliwiese trafen, nachdem Wilhelm Tell den Landvogt Gessler mit seiner Armbrust erschossen hatte und über den Vierwaldstätter See geflohen war. Auf der Rütliwiese legten die Verschwörer dann den Eid der Genossen ab und gründeten damit die Eidgenossenschaft, wie die Schweiz auch bezeichnet wird. Die Vertreter der Kantone schworen gegenseitigen Beistand gegen die tyrannischen Vögte der Habsburger. Wir wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern. O-Ton Schiller. Weiter im Landesinneren, die Region Entlebuch. Laut Guide Michelin lebt und arbeitet hier einer der kreativsten und außergewöhnlichsten Köche der Schweiz. Stefan Wiesner, der auch der Hexer genannt wird. Wir sind sehr naturverbunden und suchen unseren Weg natürlich immer mehr, den Weg zu gehen. Wir sagen dem monotypische Kochkunst, also wenn man eigentlich immer nur den Baum kocht, mit Flechten, mit den Nüssen, mit den Nadeln, mit dem Holz und so weiter. Körper, Geist und die Seele wird wieder vereint. Und wenn das wie mehr als die Komponenten von einer Pflanze dazukommen und dann die auseinander nimmst und wieder zusammensetzt, dann gibt es eine Kraft drin.
Unser Essen ist beseelt, deine Seele. Stefan hat sich mit seinem Team, zu dem auch Köchin Julia Pauli gehört, in seinem Restaurant Rössli Jägerstübli in Escholzmatt einen Michelin-Stern erkocht. Auch aufgrund der etwas anderen Zutaten. Das sind jetzt die Flechten. Die kann man essen. Wunderschön. Und der ganze Baum ist voll mit denen. Wir nehmen sie aber vom Boden und nicht vom Baum, weil hier sind sie noch komplett intakt. Flechten ist eigentlich eine Pilzart. Es ist eine Symbiose von Algen und Pilz. Und es ist ein Indikator für gute Luftqualität. Und es sind in unseren Breitengraden alle Flechten essbar, außer die eine Wolfsflechte. Und die ist wirklich also hellgrün. Und wie das schmeckt? Wie Wald. Ihr könnt es nachher probieren und dann wird es euch klar. Es ist wie wenn man ein Stück Wald isst. Wir kochen ja mit Hölzern. Und alles, was die Bäume hergeben. Wir kochen aber auch mit Steinen. Wir kochen mit Edelsteinen, mit Bergkristallen und auch mit anderen Steinen, pulverisieren sie und geben sie wieder ins Essen. Wir machen Steineis oder Steincremes oder so und dann ist einfach der Stein drinnen. Wir kochen aber auch mit Kohle und Stroh, Heu, alles, was die Natur hergibt. Und darum können wir dann auch Geschichten erzählen. Magie der Bäume zum Beispiel. Wir können eigentlich jetzt mit jedem Element kochen und durch das eigentlich dann sind wir einzigartig. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der so kocht. Das geht's nicht. Im Hof des Rössli Jägerstübli in Escholzmatt arbeiten Stefan und Julia an einer neuen Kreation. Dafür wird zunächst der Stamm geschält, den die beiden von ihrer Bergtour mitgebracht haben. Da gibt es nachher ein Zirbeneis mit den Flechten, mit den Nüsschen und den gebackenen Nadeln. Ich möchte möglichst viel den jungen Leuten mitgeben. Und mittlerweile sind sie ja bessere Köche als ich. Ich bin eher so der Papa und der Philosoph, der sagt, was und wie. Aber eigentlich kochen können sie besser als ich. Machst, brauchst du einen Emulgator in der Masse. Und das Eigelb ist in dem Fall der Emulgator, also der Binder von der Milch und von dem Zucker. Und wenn du das nachher erwärmst, also das Ei, die Milch, den Zucker, dann bindet das. Würdest du es so lange drauf lassen, gäbe es nachher Rührei. Das sind jetzt die Nüsse. Jetzt haben wir die Nadeln. Jetzt macht die Julia noch die Flechten. Die Flechten machen wir süß-sauer. Das heißt, ein Teil Zucker, Essig, ein Teil und ein Teil Wasser. Und wird aufgekocht schnell. Dann kommen die Flechten rein. Fertig. Die werden ziehen und dann sind die schon fertig. Dann
langsam, langsam. Ich doziere auch Kunst in der Fachhochschule Basel. Und die Studenten kommen auch zu mir und ich gehe in die Natur raus. Das sind alles ja Talente, die malen können oder irgendein ein künstlerisches Talent haben. Aber ich sage, was ihr könnt, kann die Natur schon lange. Die Natur ist die Künstlerin und die Natur ist auch der Geschmack. Wir lassen eigentlich die Produkte meistens so, wie sie sind und lassen sie bestehen. Schweine, ja. Ja, ich sage jetzt, das ist das verrückteste Eis der Welt. Es gibt, glaube ich, nichts anderes, wo so mit den Bäumen und mit allem, mit der Natur verarbeitet wird. Das ist top. Macht Freude. Es geht bergauf in der nostalgischen Bürgenstockbahn aus dem Jahre 1888. Die älteste Standseilbahn der Welt mit elektrischem Antrieb. Minuten braucht die Bahn für die 440 Meter auf den Bürgenstock. Seit jeher ein Nobelkurort für Anspruchsvolle. Hier oben kann man das imposante Panorama der Urner, Unterwaldner, Luzerner und Berner Alpen bewundern. Und darüber staunen, was Investoren aus Katar für 550 Millionen Franken aus den altehrwürdigen Belle Epoque Hotels gemacht haben. Das Bürgenstock Resort. Für bis zu 18.000 Schweizer Franken pro Nacht für zwei Personen, inklusive Frühstück. Vom Bürgenstock aus gelangt man in 30 Minuten über einen Felsenweg zum schnellsten und höchsten Freiluftlift Europas, in dem die Passagiere senkrecht in den Himmel fahren. Der Hammetschwandlift fährt unerschrockene 152 Meter hoch, zur Aussichtsplattform über dem Vierwaldstätter See, der von hier oben so imposant aussieht wie nirgendwo sonst. Das Entlebuch. Seit 2001 die erste UNESCO-Biosphäre der Schweiz. Das Schutzgebiet ist wegen seiner einzigartigen Moor- und Karstlandschaft als der Wilde Westen Luzerns berühmt. Die Biologin Tanja Koch ist Projektleiterin für Natur und Landschaft im Entlebuch. Das Entlebuch ist eben eine sehr moorreiche Fläche. Also es ist quasi auch schweizweit gesehen ein Moor-Hotspot. Das Juchmoos ist ein Hochmoor von nationaler Bedeutung, umgeben von Flachmooren von nationaler Bedeutung und innerhalb der Moorlandschaft von nationaler Bedeutung mit dem Namen Kleinentlen. Und das hier ist eigentlich das Kleinentlental, also die Kleinentle ist ein Fluss. Im letzten Jahrhundert wurden viele Schweizer Hochmoore entwässert, um sie für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Im Juchmoos wurde deshalb ein 170 Meter langer Graben gezogen, über den das Wasser stetig ablief. Mit katastrophalen Folgen für das Moor. Ein Hochmoor hat sich teilweise über Jahrtausende gebildet. Es ist aber mit einem Entwässerungsgraben mehr oder weniger in einem Tag zerstört.
Wasser ist der zentrale Bestandteil eines Moores. Und wenn das Moor entwässert wird, dann kommt Sauerstoff dazu. Und es ist eben nicht mehr eine Vertorfung, sondern die Torfschicht zersetzt sich. Die Bildung eines Hochmoores ist ein sehr langsamer Prozess, der Tausende von Jahren dauern kann. Durch eine Bohrprobe lässt sich das Alter eines Moores bestimmen. Es wächst durchschnittlich nur 1 mm pro Jahr. Hier misst Tanja 4 Meter, was auf ein Alter von etwa 4000 Jahren schließen lässt. Es gibt so Tests, wo man die Qualität des Torfs testen kann. Das ist eigentlich effektiv eine Quetschprobe. In einem idealen Hochmoor, das nicht beeinträchtigt wird, wäre das Wasser, das rauskommt, klar. Und umso brauner das Wasser ist, umso mehr diese Schicht, aber die man ja schon noch sieht, dass es Pflanzliches, man sieht, es hat diese Torfmoose drin, aber umso brauner als es wird, umso mehr ist es beeinträchtigt, der Torf hat sich zersetzt und man bekommt quasi Erde. Aber das wollen wir eben eigentlich nicht. Wir wollen wirklich diese Pflanzenstruktur extrem gut sehen. Zur Renaturierung des Moores haben die Biologen Spundwände in den Graben geschlagen, damit sich das Wasser aufstauen und verteilen kann. Der Wasserspiegel soll dadurch steigen und die Zersetzung des Torfes gestoppt werden. Moore sind Lebensraum für eine Reihe von Pflanzen- und Tierarten, die nur dort vorkommen, darunter seltene Libellenarten. Auch für das Klima ist der Schutz der Moore sehr wichtig. Man weiß eigentlich inzwischen, dass intakte Moore riesige CO2-Speicher sind. Ein Hektar Moorboden, 50 cm, speichert 1000 Tonnen CO2. Und Moore speichern in dem Sinn eigentlich mehr CO2 als Wälder es tun. Wenn die Hochmoore entwässert werden, dann sind sie beeinträchtigt. Der Torf beginnt sich zu zersetzen, wird eben zu was Ähnlichem wie dem hier. Und dann sind Hochmoore eine CO2-Quelle. Also sie emittieren eigentlich CO2. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Messinstrumente für den Wasserpegel im Moor installiert. Sie wollen überprüfen, ob ihre Renaturierungsmaßnahmen Wirkung zeigen. Wir haben schon festgestellt, dass das tatsächlich funktioniert hat. Also wir sehen in unseren Daten, dass der Wasserstand jetzt an diesem Punkt nahe des Grabens nach der Regeneration deutlich gestiegen ist. Schwierig zu sagen, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickeln wird. Aber wenn der Wasserspiegel intakt ist, dann wird das wieder natürlich hier funktionieren. Es wird wieder CO2 binden. Genau, das ist eigentlich unser Hauptziel. Es ist Herbst geworden am Vierwaldstätter See. Das Alphorn Trio vom Bergli begrüßt die neue Jahreszeit. Tradition, die weithin hörbar ist. Ja, ja, ja! Der Ort Alpnachstaat. Hier fährt die älteste und steilste Zahnradbahn der Schweiz auf den Pilatus. Das Bergmassiv vor den Toren Luzerns. Auf dem Gipfel in 2132 Metern Höhe thront das denkmalgeschützte Hotel Pilatus Kulm, 1890 erbaut. Noch vor dem Bau der Zahnradbahn soll schon Queen Victoria mit dem Pferd auf den Gipfel des Pilatus geritten sein, um das Panorama zu genießen.
Die Reise um den Vierwaldstätter See endet, wo sie begonnen hat. In Luzern, welche auch den Beinamen Leuchtenstadt trägt. Eine Legende sagt, dass ein Engel den Luzernern mit einem Licht die Stelle wies, wo sie St. Niklaus eine Kapelle errichten sollten. Dem Schutzpatron der Schiffsleute und Fischerinnen. Im Moment dürfen wir sagen, das ist ein sehr schöner Herbst jetzt, nach einer kalten Zwischenzeit. Das war ein krasser Wechsel, gibt es auch, ist alles möglich. Und jetzt ist so die goldene Herbstzeit. Also das ist schon schön, wenn man sie so erleben und genießen darf, wenn sich die Blätter verfärben und man sie dann auch sieht dazu. Weil im Nebel oder im Regen, im Dunst, findet das dann, ohne dass man es merkt, fast statt. Das wäre manchmal schade. Aber es ist sicher ruhiger. Die Restaurants an den Seen schließen oder haben Zwischensaison. Die Touristen natürlich sind in dieser Zeit auch nicht mehr so in der Zahl hier wie im Sommer natürlich. Aber das ist gut so. Mit dem Herbst beginnt am Vierwaldstätter See die Schonzeit für viele Fischarten, die dann nicht mehr gefangen werden dürfen. Und auch Sabina hat nun Zeit zum Durchatmen. Also wir kennen das, das ist der Lauf der Zeit, das ist von der Natur vorgegeben oder mit dem Mensch halt dazu gesteuert, das ist okay.